Ja Leute, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge und heute geht es weiter, glaube ich, mit den Missionen. Das hört sich doch auch sehr, sehr nice an. Endlich haben wir das auch mal freigeschalten. Aber ich will, glaube ich, zuerst noch mal kurz in den Fotomodus mal reinschauen. Okay, Menübuch Nummer 13. Versuchen Sie sich an einer Mission. Das ist eben auch ein sehr, sehr nicer Modus. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, den gab es auch so in ähnlicher Art und Weise früher bei Gran Turismo 5 und 6. Da gab es ja auch so verschiedene Szenarien. Beispielsweise gab es bei Gran Turismo 5 ja auch diese NASCAR-Fahrschule, wo man eben auch so verschiedene Szenarien hatte. Das war eigentlich auch ganz geil mit Jeff Gordon sogar noch damals. Okay, jetzt hier schön noch das Zelt freigeschalten. Missionen sind jetzt offen. Und ich möchte aber noch ganz kurz mal in den Fotomodus reinschauen. Und zwar mit dem guten Porsche, den wir in der letzten Folge getuned haben. Weil der ist auch sehr, sehr geil geworden. Wir müssen halt leider zuerst noch mal ein Tutorial hier machen. Okay, erstmal einen Schauplatz hier auswählen. Dann schauen wir doch mal. Der Fotomodus auch wieder sehr, sehr geil hier bei dem Spiel. Ich glaube, wir wählen einfach mal das hier. Komm, in Australien, Great Ocean Road. Ist eigentlich genauso wie in Gran Turismo Sport gewesen. Das war ja sowieso sehr geil. Ey, krass, Alter, dieses Auto. Wenn ich den irgendwann mal haben sollte. Der Ferrari FXXK. Was auch cool ist, man kann hier zum Beispiel dann die Geschwindigkeit anpassen und dementsprechend wirkt das Foto vielleicht auch ein bisschen verschwommener. Hier kann man sogar den Lenkwinkel einstellen. Das ist richtig krass. Und man kann eben noch zwei neue Fahrzeuge dazu machen. Zum Beispiel auch unseren Porsche jetzt hier. Ich lösche mal den Ferrari und mache einfach mal unseren Porsche hier, den wir schön getuned haben. Sieht richtig geil aus. Sehr, sehr geiles Auto. Scheinwerfer machen wir mal an. Okay, genau, hier kann man eben auch sehr, sehr coole Sachen einstellen und zwar unter anderem den Fokus, ja genau, Verschlusszeit, davon habe ich nicht so viel Ahnung, was das alles so krass bewirkt, aber hat auf jeden Fall auch ein paar kleinere Änderungen. Genau, das Bildseitenverhältnis mache ich mal 16:9, zoom ein bisschen weiter raus, perfekt. Landschaft- oder Porträtmodus, die Auflösung natürlich einfach hoch wie möglich, Leute. Was jetzt auch sehr, sehr cool ist, und zwar die Effekte. Genau, da kann man eben erstmal so Voreinstellungen nehmen, die sind eigentlich auch immer ganz geil. Ja, das hier sieht zum Beispiel ganz cool aus, Sonnenblume. Genau, dann gibt es hier noch Filmkörnung, Spezialeffekte. Hier kann man auch noch eine Vignette oder wie das auch ausgesprochen wird, noch schön dazu machen. Oder die Linsenkrümmung, also hat man so eine Art Fischaugeneffekt, wie man beispielsweise bei einer GoPro, glaube ich, hätte. Das hier ist eben auch cool, da hat man eben dieses Geschwindigkeitsgefühl, chromatische Aberration. Das ist eben auch sehr, sehr nice. Dann sieht das wirklich so aus, als würde das Auto richtig schnell vorbeifahren. Blendlicht kann man auch noch einstellen. Genau, dann kann man hier nochmal kurz die Effekte einstellen, die Maske, also quasi auf welchen Bereich der Filter eben angewendet wird. Das ist eigentlich auch ganz cool. Oder das hier, Cross-Entwicklung, grün. Ich glaube, rot sah eigentlich ganz cool aus. Komm, wir machen das mal. Auf das Fahrzeug kann man sogar auch noch einen Filter draufpacken. Haben wir das, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, was man da alles machen kann. Komm, wir machen mal das Foto jetzt aufnehmen. Sieht, glaube ich, sehr schön aus, das Foto am Ende. Ja, perfekt. So sieht das Foto am Ende aus. Sehr nice geworden. Ist echt krass, wie realistisch die einfach aussehen. Und das in einem Spiel, das ist halt echt richtig geil. Perfekt. Jetzt haben wir das Tutorial, glaube ich, abgeschlossen. Da können wir mal schauen. Da gibt es eben die ganzen Landschaften. Kann man eben schön filtern nach Land, Region. Das ist halt echt unglaublich. Also es gibt hier wirklich so viel, wenn man hier auf diesen Balken oben rechts achtet. Der ist gerade mal im oberen Viertel, wenn überhaupt, gerade erst. Wir sind jetzt noch lange nicht bei der Hälfte bei diesem weißen Ding, das eben unten anzeigt, wie weit wir gerade sind. Das ist halt echt krank. Also es gibt wirklich noch viel mehr als eben damals bei Gran Turismo Sport. Hier zum Beispiel in Japan gibt es auch ganz schöne Straßen zur Auswahl. Alles, was man eben möchte. Auch Industriegebiete. Autobahnring, gibt wirklich alles, was man sich vorstellen kann für den Fotomodus. Okay, dann gehe ich mal in die Missionen rein. Gibt es insgesamt 6 Kategorien. Erstmal hier der Zauberberg, okay. Okay, da gibt es ja echt einige Sachen, sehr nice. Also wenn man alle Gold schafft, bekommt man ein Auto und eben alle Bronze bekommt man noch ein Auto. Dann fahre ich mal hier Deep Forest Kurve 1, überholen sie alle Autos. Ey, richtig nice. Endlich mal genau so ein Modus, darauf habe ich mich gefreut. Wir fahren erstmal mit dem Nissan 180 SX, auch sehr, sehr cooles Auto. Okay, jetzt geht's ab hier mit dem Nissan, sehr, sehr schönes Auto. Hier in Weiß, auch echt die geilste Farbe. Mal schauen, wie gut wir hier durchkommen. Wir müssen, glaube ich, in dieser einen Kurve alle überholen, stand da. Oh, sehr, sehr geiler Sound. Ah, ein bisschen die Traktionskontrolle gerade gespürt. Jawohl, wir haben es aber geschafft. Schön rausbeschleunigt, damit die Mission erfüllt. Gold für den ersten Platz. Das ist halt auch immer nice, dieser Modus. So kleine Szenarien, wo man einfach hier schnellstmöglich durchfahren muss. Das nächste Geschwindigkeit für die letzte Kurve behalten mit einem Porsche. Sehr geil. Okay, jetzt im Porsche, Leute. Oh, der Sound. Richtig geil. Porsche typisch. Der Boxermotor.
müssen auf jeden Fall uns beeilen, weil das ist, glaube ich, nicht so einfach. Oh, ein bisschen hier gedriftet, sehr schön. Gerade Traktionskontrolle ausgestellt. Ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich lasse mal lieber auf 1. Oh, im Tunnel der Sound richtig geil. Jetzt hier schon mal Zweiter. Müssen, glaube ich, wieder Erster werden. Oder mindestens halt Dritter haben wir sowieso schon geschafft. Aber das Beste wäre natürlich Gold hier mit Platz 1. Boah, nein. Ah, scheiße, das kann ich vergessen. Alter, wie gut soll man denn fahren? Der war trotzdem noch locker 2 Sekunden vor mir, obwohl ich nicht mal schlecht gefahren bin. Alles klar. Ich gehe wieder ins Café, weil da haben wir die Aufgabe sowieso schon geschafft, weil wir eben die eine Mission schon gemacht haben. Okay, dann mal schauen. Genau, man kann eben Autos gewinnen. Das ist auch ganz nice. Okay, der schuldet uns noch eine Belohnung. Neue Strecke. Ich glaube, jetzt geht es eben wirklich in Amerika mal los. Willow Springs unter anderem. Sehr nice. Sammlung Mustang. Das wird sehr geil. Alle Mustangs sollen wir jetzt hier sammeln. Mustang Mach 1. Mustang GT, sehr, sehr cool. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Die Muscle Cars. Jetzt geht es schön rüber nach Amerika. Wir haben hier 3 Strecken, womit wir eben fahren müssen. Willow Springs, Laguna Seca oder eben Blue Moon Raceway. Was ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade finde, es gab ja damals eben diese eine geile Strecke in New York, war das, glaube ich, bei Gran Turismo 4. Die gibt es ja leider nicht mehr bei dem Spiel. Wäre eigentlich echt geil gewesen. Okay, Leistungspunkte wird aber sehr viel mehr empfohlen. Ich wechsle, glaube ich, mal auf andere Reifen. Tune den Wagen ein bisschen auf. Oh, Sammlerstufe erhöht. Wir haben jetzt schon die maximalen Tuning-Sachen freigeschalten. Richtig nice. Also hier extrem. Ist eben schon das Krasseste. Man kann Intermediates-Reifen. Was? Neuer Motor? Hä? Richtig krass. Sogar Lachgas gibt's hier. Ey, wie geil. Einfach Nitro. Das ist ja auch geil. Das gab es ja früher bei Gran Turismo auch immer. Aber ich glaube, es passt, wenn ich hier mit Sportreifen erstmal hier weitermache. Sportweich. Ach komm, wir packen auch noch hier schön Kompressor drauf. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber komm, wir gönnen uns auf jeden Fall mal hier. Jetzt 549 Punkte. Dürfte hoffentlich reichen. Jetzt geht's ab hier. Ist ja auch so eine Art NASCAR-Strecke hier, dieser Blue Moon Raceway. Okay, ey, wie geil der Sound. Hier fetter V8-Motor. Boah, das sieht richtig geil aus, dieser Camaro. Ah, stimmt, haben ja noch 4 Gänge. Ganz klassisch, die amerikanischen Muscle Cars von damals. Boah, geil, Alter, dieser Plymouth Superbird, der ist richtig krank. Ist eben damals auch früher in der NASCAR gefahren, glaube ich, mit Richard Petty, mit diesem fetten Heckspoiler. Das ist echt brutal, wie der Wagen eben aussieht. Hätte vielleicht auch ein anderes Getriebe einbauen können, damit ich mehr Topspeed erreiche, aber das passt schon, Leute. Wir sind echt richtig schnell im Vergleich zu den Gegnern. Haben eine sehr, sehr gute Beschleunigung, auch viel Grip hier. Aber leider echt nicht die beste Topspeed. Also wenn wir einen neuen Mustang hätten, wären wir safe gefühlt schon gleich Erster, weil der schafft natürlich mehr als 216 oder was das gerade war. Der Typ hier vorne hat komischerweise eine Viper, dürfte eigentlich viel, viel mehr Topspeed haben. Kommt jetzt erst vorbei, heißt der, sollte eigentlich lieber hinter uns bleiben, weil sonst haben wir hier komplett verloren, wenn der mal alleine vorne ist. Weil der hat halt natürlich viel bessere Topspeed. Ah, scheiße, jetzt habe ich den genau berührt, Mann. Damit unser gutes Tempo leider weg. Okay, jetzt kommen wir aber gut ran. Ich weiß nicht, was der Erste für ein Auto fährt. Ich hoffe nicht allzu schnell ist. Aber damit sind wir immerhin schon mal Zweiter. Oh, der hat genau diese geile Lackierung. Wie beim zweiten Fast and Furious Film. Oh, scheiße, der Viper-Typ darf natürlich nicht überholen. Weil sonst haben wir hier direkt verloren. Nein, Alter, was ist das denn jetzt? Nochmal ein dicker Unfall. Jetzt muss ich den ein bisschen blockieren hier. Den Typen mit der Dodge Viper. Okay, das passt. Wir sind am Ende immerhin Zweiter geworden. Der Erste war doch ein bisschen zu schnell. Boah, schön hier den Ford Mustang freigeschaltet. Aus dem Jahr 69. Richtig alt. Oh, nice. Jetzt sind wir hier in Laguna Seca mit der legendären Corkscrew-Schikane. Ich habe jetzt noch immer den gleichen Camaro ausgewählt, weil der Mustang leider doch ein bisschen schlechter ist. Ohne die besseren Reifen und eben ohne Kompressor-Tuning. Damit ich hier schön das Ganze auch gewinnen werde. Oh, da muss man auf jeden Fall schon ein bisschen früher bremsen. War ein bisschen zu spät, aber geht schon. Aber ich glaube, mit dem Lenkrad würde das schon richtig Spaß machen. Mit dem Muscle Car, weil der schon richtig viel Power hat. Komm, nochmal schon mal gut voran. Oh, der hat ein richtig geiles Auto. Shelby GT 500. Aber die Strecke ist auch richtig nice. Ist sogar die Formel 1, glaube ich, eine Zeit lang mal gefahren früher. In den 80er Jahren ungefähr. Ah, da ist wieder hier der Typ mit der Dodge Viper. Den können wir jetzt hier entspannt ausbremsen oder auch nicht, weil er genau dann auch natürlich ausscheren muss. Aber egal, wir fahren einfach mal zu dritt durch die Schikane und sind damit schon mal auf Platz 3. Boah, es gibt ja richtig geile Autos hier im Spiel. Dodge Super B unter anderem sieht man auch irgendwie in fast keinem Rennspiel. Das ist echt cool, dass solche Autos auch mit dabei sind. Okay, damit sind wir schon auf Platz 2, sehr schön. Und da vorne nochmal der gute Camaro-Kollege. Und damit sind wir schon Erster. Krass, das ging deutlich schneller, als ich gedacht hätte.
Hier nochmal ist die Schikane ohne Gegner. Ist schon richtig krass, diese Stelle. Weil es geht hier wirklich extrem steil nach oben, dann steil nach unten. Ist echt brutal. Da ist sogar früher die MotoGP gefahren. Das ist auch unglaublich, mit einem Motorrad durch diese Schikane zu fahren. Ist bestimmt richtig krass gewesen. Und damit gewinnen wir das Rennen hier auch entspannt. Und das nächste werde ich, glaube ich, auch trotzdem mal mit dem Mustang testen. Jetzt kommt die letzte Strecke und zwar Willow Springs, auch sehr, sehr nice. Ich schau mal, ich wechsle dann mal auf den Mustang Boss. Leider eben noch keine Sportreifen, aber das... Oder wobei... Ah, lol, wir haben trotzdem schon Sportreifen. Okay, das ist ja nice. Aber ich glaube, ich stelle vielleicht mal die Übersetzung kurz mal um. Geht leider noch gar nicht. Wenn, dann müsste man eben hier ein neues Getriebe erstmal kaufen. Okay, jetzt auf Willow Springs. Richtig geil. Jetzt mit dem Ford Mustang. Sehr, sehr geiles Auto. Vor allem diese Generation finde ich echt somit die schönste. Bis auf diese 2006er Generation oder wann die war. Weil die fand ich auch sehr, sehr nice. Aber diese ganz alte gefällt mir auch sehr, sehr gut. Richtig schönes Auto. Und auch hier mit dem fetten V8. Auch dieser geile Lufteinlass vorne an der Motorhaube. Und Willow Springs auch eine coole Strecke. Gab es sogar damals mal bei Need for Speed Pro Street. Ich hoffe, der Typ mit der Dodge Viper ist nicht weit vorne. Weil der ist natürlich der gefährlichste Gegner. Okay, mal schauen, wie die Topspeed so ist. Sogar, glaube ich, noch ein bisschen schlechter als die vom Camaro von davor. Komischerweise werden manchmal gar keine Bremspunkte angezeigt, obwohl man trotzdem eigentlich bremsen muss, wie hier gerade. Boah, nein, jetzt kommen wir sehr weit raus. 6 Sekunden Rückstand. Ob wir das noch schaffen werden in der einen Runde, das ist die Frage. Platz 3 sollten wir aber trotzdem locker schaffen. Bloß ob es für Platz 1 reicht, ist die Frage. Boah, wir kommen hier richtig gut rein in der Kurve. Jetzt schon hier diese Dodge Viper fast schon eingeholt. Aber immer so ein bisschen halb an der Grenze, um uns wegzudrehen, wenn wir zu viel Gas geben. Und das trotz Traktionskontrolle, das ist schon krass. Hier nochmal der Plymouth Superbird, richtig krass, dieser Heckspoiler. Sehr, sehr verrückt. Okay, 3,7 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mehr. Haben ja nur noch quasi eine einzige Kurve hier. Boah, wir kommen sogar noch richtig... Nein. Ach Gott. Ich habe gerade gesagt, wir kommen richtig gut dran und dann drehe ich mich hier komplett weg wie so ein Vollidiot. Jetzt hier im zweiten Versuch nach diesem kuriosen Unfall, komischerweise, jetzt ein ganz anderer Rennverlauf. Wir sind viel näher dran am ersten. Der hat ja davor voll den großen Vorsprung. Und jetzt sind wir auch schon gleich auf Platz 2. Boah, hier mit dem Drift ins Ziel. Ah, scheiße, jetzt kommen wir wieder weit raus. Bitte nicht nochmal wegdrehen, egal. Damit sind wir wenigstens sicher Zweiter. Nicht nochmal so ein dummer Unfall. Aber war ein nices Rennen. Damit, Leute, würde ich auch sagen, sind wir am Ende von der Folge. Lasst den Ganzen gerne auf jeden Fall wie immer ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt, Leute. Hier schön die amerikanische Meisterschaft abgeschlossen. Nochmal hier der neue Ford Mustang auch freigeschalten. Richtig geil.